Hi, Cousin. Nele? Ja? Was machst du hier? Freut mich auch, dich zu sehen. Im Ernst, was willst du? Ich dachte, ich kann wieder für einige Tage bei dir übernachten. Kannst du nicht. Na gut, komm erst mal rein. Wow, hier hat sich's aber ganz schön verändert. Hast du ein neues Hobby? Du kannst hier nicht bleiben. Und warum nicht? Ich konnte doch früher mal bei dir übernachten. Das war früher. Ich kann es dir jetzt auch nicht erklären, aber ich habe meine Gründe. Aber du hast doch immer gesagt... Hör zu! Ich habe gesagt, es geht nicht. Tut mir leid. Und wo soll ich jetzt hin? Okay, du kannst eine Nacht bleiben, aber morgen früh musst du wieder abreisen. Was ist mit dem anderen Zimmer? Morgen früh reist du wieder ab. Warum nochmal kann ich nicht länger bleiben? Ich kann sie jetzt hier nicht alleine lassen. Ja. Ja, okay. Ich lass mir was einfallen. Gut, bis gleich. Ich muss dringend weg. Ich weiß nicht, wann ich wieder zurück bin. Bitte sieh etwas fern oder lies. Aber ansonsten lässt du bitte alles so, wie es ist. Kein Rumschnüffeln, okay? Okay, ich komme schon zurecht. Hast du eigentlich auch was anderes als Tee im Haus? Wein im Abstellraum. Bis später. Rebecca, dass die immer von allem ein Foto haben muss. Thank you.
Ach ja, die Fotos. Nele, Nele, hey, was ist los? Wo ist sie? Was meinst du? Die Frau. Die Frau? Alt, lange Haare. Verdammt, ich muss was erledigen. Bleib in deinem Zimmer, bleib da. Hallo? Wir haben ein Problem mit Deborah. Ja? Ich melde mich bei dir. Ich muss meine Cousine loswerden. Denn nun dein Herrenmeister der Hexen, die Ciamuloni Ciamo, der Fässerballon.